Sicher und souverän bei Podiumsdiskussionen und Panels moderieren. Wie das gelingt, dafür habe ich dir heute ein paar einfache und wirkungsvolle Tipps aus meinen Seminaren mitgebracht. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Trainerin, Auftrittsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg. Podiumsdiskussionen moderieren, das ist innerhalb der Veranstaltungsmoderation wirklich die schwierigste Disziplin. Da solltest du erst einmal überhaupt alleine vor Publikum moderieren können. Und wenn du dann das Gefühl hast, hey, ich fühle mich alleine sicher auf der Bühne oder vor der Kamera, dann hole ich mir noch Gäste dazu. Ich persönlich liebe das Format. Ich liebe Gäste auf der Bühne. Ich mag es, Fragen zu stellen, Diskussionen zu steuern, weil du da einfach noch mal mehr als Moderatorin Kreativität einbringen kannst und zum Gelingen eines Events beitragen kannst. Was aber braucht es, damit Moderation von Podiumsdiskussionen und Talkrunden gelingt? Ich habe dir heute hier für dieses Video ein paar ganz einfache Tipps aus meinem Seminar Interviews und Podiumsdiskussionen erfolgreich moderieren mitgebracht. Wenn dich das interessiert, wir haben es hier auch nochmal verlinkt, klick dich gerne mal rein. Wichtige Voraussetzung natürlich, dass so eine Talkrunde, so eine Diskussion gelingt, ist die richtige Besetzung, die richtige Organisation eben eines solchen Formats. Dazu habe ich hier in diesem Kanal auch schon ein Video gemacht. Da kannst du auch noch mal reinschauen, wenn du auch für die Vorbereitung zuständig bist. Wenn du nur für die Moderation zuständig bist und das Leiten einer solchen Diskussion, dann kommen jetzt hier meine Tipps für dich. Der erste, bereite dich sehr gut auf dein Thema und deine Gäste vor. An sich bist du als Moderatorin nicht die Expertin, das heißt, du musst nicht so viel wissen wie ein Experte, wenn du klassisch durch eine Veranstaltung führst. Wenn du allerdings das Format Podiumsdiskussion mit in dem Programm hast, dann musst du dich ein bisschen tiefer einarbeiten, weil nur wenn du weißt, was relevant zu dem Thema ist, kannst du auch die richtigen Fragen stellen. Und speziell, wenn du Podiumsdiskussionen moderierst, musst du dich auf zwei Ebenen vorbereiten. Die eine Ebene ist das Thema. Also nehmen wir mal Beispiel, du sprichst über Ernährung in der Zukunft, dann musst du dich zum Thema Ernährung in der Zukunft ein bisschen auskennen. Natürlich nur ein bisschen, weil du hast ja Experten eingeladen, aber die relevanten Fragestellungen solltest du kennen. Und dann musst du dich auf der zweiten Ebene auch auf deine Gäste vorbereiten. Also du musst wissen, wer sitzt da, warum sitzt die Person in dieser Diskussion, was hat die zu dem Thema schon gemacht, geforscht, publiziert etc. etc. Und du musst auch wissen, was sagen deine anderen Gäste zu dem Thema. Also du musst immer auf diesen zwei Ebenen recherchieren bzw. dich vorbereiten. Und das ist wirklich das A und O für eine gelingende Diskussion, dass du dich ein bisschen auskennst zum Thema. Der zweite Tipp, den ich dir heute hier mitgebracht habe, werde dir über deine Rolle klar. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich hier im Seminar bin an der Moderatorenschule Baden-Württemberg, dass Moderatorinnen und Moderatoren denken, naja, ich mach mal Moderation. Okay, so heißt es ja. Aber in Wirklichkeit bist du Gastgeberin, Gastgeber einer Talkrunde, einer Diskussionsrunde. Und dazu habe ich übrigens ein Buch geschrieben, eine Methode entwickelt. Ich will es nochmal zeigen, vielleicht kennst du es auch. Die Gastgebermethode für Moderation. Das ist die Moderationstechnik, mit der du sicher und souverän und kompetent auf der Bühne vor der Kamera auftreten kannst, weil es dir nämlich Rollenklarheit gibt, weil es dir klar macht, was ist denn eigentlich die tatsächliche Rolle so einer Moderatorin, Schrägstrich Gastgeberin einer Diskussionsrunde, einer Veranstaltung? Und wenn du aus der Rolle der Gastgeberin agierst, dann weißt du, dass du verantwortlich bist für deine Gäste und du weißt auch, dass du es für deine Zuschauerinnen und Zuschauer machst. Das ist also ganz wichtig, dass eben klar ist, welche Rolle hast du. Und die Rolle ist übrigens nicht, ich bin hier zwar die Kommunikationsmitarbeiterin meines Unternehmens, also stelle ich mal die Fragen, die sich der Vorstand gewünscht hat. Ja, könnte sein. Und gleichzeitig geht es in dieser Diskussion darum,
deinen Kolleginnen und Kollegen, die dann wahrscheinlich die Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Veranstaltung sind, einen Mehrwert zu liefern, eine Erkenntnis zu liefern. Und das ist deine eigentliche Rolle. Der nächste Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist: Grenze dein Thema ein. Weil Themen sind in aller Regel sehr, sehr groß und du kannst ganz viele Aspekte diskutieren, nur hast du ja auch eine bestimmte Zeitvorgabe. Die meisten Diskussionsrunden sind 45 bis 60 Minuten und wenn du dann 4 Diskutanten oder 4 Gäste hast, dann wird die Zeit eben doch schon sehr knapp, wenn du alles Mögliche da diskutieren willst und deswegen musst du dich auf ein Thema beschränken. Beispiel, du hast eine Diskussionsrunde zur Zukunft der Mobilität. Was kannst du da alles diskutieren? Öffentlicher Nahverkehr und die Zukunft, hat das 9-Euro-Ticket seine Vorgaben, seine Ziele erreicht? Oder Elektromobilität oder Verbrenner, was ist die Zukunft des Antriebs? Oder wird es eine geeignete Infrastruktur geben? Oder. Also du kannst nicht alles diskutieren in der vorgegebenen Zeit. Du musst dich auf wenige Themen beschränken und die dann aber richtig diskutieren. Und dann, und das ist mein nächster Tipp, solltest du in der Diskussion unterbrechen, wenn es nötig ist. Du kennst die Diskutanten, die gerne sehr viel und sehr ausschweifend reden. Dein Job als Moderatorin ist es, dann bei geeigneter Stelle auch einmal reinzugrätschen, reinzufragen, zu unterbrechen, die Diskussion zu steuern, zu lenken und auch andere Diskutanten zu Wort kommen zu lassen. Elegantes Unterbrechen ist eine wesentliche Kompetenz von guten Diskussionsmoderatoren. Und noch ein Tipp, stelle gute Fragen. Was sind gute Fragen? Für mich sind gute Fragen belastbare Fragen. Eine Frage, wo jederzeit der Diskutant zurückfragen kann, warum wollen Sie das wissen? Und du hast eine Antwort drauf. Gute Fragen sind Fragen, die relevant sind für die Zuschauer. Und übrigens, eine Podiumsdiskussion ist kein Wellnesssalon. Fragen dürfen auch kritisch sein, Fragen dürfen zuspitzen, Fragen dürfen auch festlegen. Und ich finde total wichtig, wenn du eine Diskussion oder eine Talkrunde moderierst, dass du dich der ganzen Klaviatur der Gesprächsführung bedienen kannst, dass du also gute und belastbare Fragen stellen kannst.